Darüber reden wir gleich noch weiter. Es geht los und ich gebe runter. Wladimir Selenskyj wird jetzt sprechen. Willkommen zurück, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Gäste. Wir fahren fort mit unserem Programm. Ich denke, jetzt kommen wir zu einem der Highlights dieser Münchner Sicherheitskonferenz 2022. Ich bin sehr erleichtert und freue mich auch sehr, wie soll ich das jetzt am besten ausdrücken, dass entgegen einiger Wahrscheinlichkeiten der Präsident der Ukraine doch die Entscheidung getroffen hat, seinen Besuch in München nicht abzusagen. Er ist hierher gekommen, um mit uns zu sprechen, um dieses Treffen abzuhalten. Der Präsident wird jetzt seine Rede halten und danach werden wir eine moderierte Diskussion mit Christian Amanpour von CNN haben. Meine einzige Aufgabe ist es jetzt, den Präsidenten der Ukraine zu begrüßen. Das gilt jetzt nicht mir, das gilt der Ukraine und unseren Soldatinnen und Soldaten. Vielen, vielen Dank. You have to prepare a little bit technically because I will speak in our native language in Ukraine. Ich werde auf Ukrainisch sprechen, das heißt, wenn möglich. Vielen Dank. I will wait 15 seconds because I want to be understandable from the word. Ich warte einfach noch ganz kurz, denn ich möchte, dass ich von Anfang an verstanden werde. We can. Thank you so much. Україна хоче миру. Die Ukraine sehnt sich nach Frieden. Europa sehnt sich nach Frieden. Die Welt sagt, dass sie keinen Krieg möchte, während Russland sagt, es möchte nicht eingreifen. Irgendjemand lügt hier. Das ist noch kein Axiom, aber es ist auch mehr als eine Hypothese. Ich habe vor ein paar Tagen im Donbass die Trennlinie besucht. Das ist die Linie, die die Ukraine von den vorübergehend besetzten Gebieten trennt. Aber in Wirklichkeit ist das die Linie, die zwischen Frieden und Krieg steht. Die Grenze zwischen dem Kindergarten und der Rakete, die in ihn einschlägt, der Schule und der Rakete, die in den Schulhof fliegt mit 30 Kindern in der Nähe. Den Kindern, die diese Kinder gehen nicht auf die NATO zu, sie gehen auf ihre Klassenzimmer zu. Manche haben vielleicht dort Physikunterricht und mit ihrem elementaren Wissen von Physik werden auch diese Kinder schon verstehen, dass die Aussage, dass es die Ukraine war, die diese Gebäude unter Beschuss genommen hat, mehr oder weniger dumm ist. Andere Kinder gehen vielleicht in den Matheunterricht. Sie brauchen keinen Taschenrechner, um ausrechnen zu können, was der Unterschied ist zwischen der Gesamtanzahl der Beschüsse in den letzten Tagen und der Anzahl der Erwähnung der Ukraine im Münchner Sicherheitsbericht. Andere sind vielleicht im Geschichtsunterricht und wenn sie die Krater sehen in ihren Spielplätzen anstatt dem normalen Schulhof, dann stellen sie sich vielleicht die Frage, hat die Welt die Fehler des 20. Jahrhunderts komplett vergessen? Diese Politik der Befriedung führt doch zu nichts. Wie sind wir von der Frage, was ist der Punkt, dass wir hier unser
dass Millionen ihr Leben gegeben haben in Dünkirchen und in anderen Orten, jetzt wir hier alleine gelassen werden. Das sind schreckliche Lektionen und ich gehe davon aus, dass wir alle die gleichen Geschichtsbücher gelesen haben, dass wir alle uns die Frage stellen, wie sind wir an diesem Punkt gekommen im 21. Jahrhundert, wenn in Europa Menschen sterben und Krieg geführt wird. Das ist eine Zeit, die jetzt schon länger andauert als der Zweite Weltkrieg. Wie könnte es sein, dass wir jetzt die größte Sicherheitskrise seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs haben? Wir haben einen Teil unseres Territoriums verloren. Tausende von Menschen, 150.000 Streitkräfte, die schwer bewaffnet um uns herum an unserer Grenze stehen. Und die Antwort ist für mich offensichtlich. Die Sicherheitsarchitektur der Welt ist zerbrüchlich, sie ist obsolet geworden. Die Regeln, die sich die Welt vor Dutzenden von Jahren gegeben hat, funktionieren nicht mehr. Entweder muss man sich an die neue, sie passen sich nicht an die neuen Bedrohungen heran, wie ein schlechter Hustensaft anstatt einer Covid-Impfung. Also, wir werden hier vergessen, aus unterschiedlichen Gründen, ob es Egoismus, Arroganz ist oder die Unverantwortlichkeit der Länder auf globaler Ebene. Als Ergebnis dessen begehen einige Länder Verbrechen und andere bleiben indifferent. Eine Haltung, die sie zu Komplizen macht. Und es ist symbolisch, wenn ich das hier sage. Vor 15 Jahren war es die Russische Föderation, die hier bei der Münchner Sicherheitskonferenz die globale Sicherheit herausgefordert hat. Wie hat die Welt reagiert? Durch Befriedung. Was haben wir jetzt als Ergebnis gesehen? Die Annexion der Krim und die Aggression meinem Land gegenüber. Die VN, die ursprünglich eingerichtet wurde, um Frieden zu sichern, kann sich selbst nicht schützen. Die eigene Charta wird hier verletzt von einem der VN-Sicherheitsratsmitglieder und die VN selbst ignoriert die Plattform der Krim, die eingerichtet wurde, um hier Fortschritte zu machen. Vor einigen Jahren hat Angela Merkel genau hier gesagt, wer kann die Puzzlestücke der Welt hier wieder zusammensetzen. Sie hat gesagt, nur wir gemeinsam. Und das führte zu sehr viel Begeisterung hier im Raum und alle standen auf und applaudierten. Aber diese Begeisterung hat nicht dazu geführt, dass gemeinsam auch gehandelt wurde. Jetzt spricht die Welt wieder über die Bedrohung eines großen Krieges. Was kann man hier denn noch retten? Die Sicherheitsarchitektur ist mehr oder weniger zerstört worden. Es ist fast schon zu spät, darüber zu sprechen, sie nochmal zu reparieren. Es ist allerhöchste Zeit, dass eine neue entsteht. Die Menschheit hat dies zweimal getan und musste dafür sehr, sehr hohe Preise zahlen. Das waren die beiden Weltkriege. Wir haben jetzt die Möglichkeit, diesen Trend wirklich auch umzukehren, bevor es ein wirklicher Trend wird. Wir können jetzt ein neues System aufbauen, bevor es Millionen von Toten geben wird, auf der Grundlage der Erfahrungen, die wir in den vergangenen zwei Weltkriegen gemacht haben, ohne dass es einen Dritten geben muss. Ich habe schon angesprochen, in der VN kann man nicht mehr sagen, es ist nicht mein Krieg in diesem 21. Jahrhundert. Die Annexion der Krim und die Situation im Donbass ist ein Schlag ins Gesicht der gesamten Welt. Das ist nicht nur ein Krieg in der Ukraine, sondern in Europa. Das habe ich 2019, 2020, 2021 immer wieder wiederholt. Werden Sie mir jetzt 2022 zuhören? Es ist nicht länger eine Hypothese, aber noch kein Axiom. Warum? Nun, es muss bewiesen werden. Man kann nicht einfach nur in den Massenmedien irgendwelche Aussagen treffen. Jetzt muss gehandelt werden. Die Welt muss handeln, nicht die Ukraine. Wir werden unser Land schützen, mit oder ohne die Unterstützung unserer Partner. Wir haben entweder die 5000 Helme und die Lieferung, die wir sonst bekommen haben. Wir begrüßen diese Unterstützung, aber Sie müssen verstehen, das ist keine gute Gabe, die wir bekommen und um die wir gebettelt haben. Das ist nicht nur eine Geste und die Ukraine sollte sich nicht aus Dankbarkeit verbeugen. Das ist ihr Beitrag zur europäischen und internationalen Sicherheit, für die seit 8 Jahren die Ukraine schon als Schild agiert, als verlässlicher Schild, als verlässliches Schild, das eine der größten Streitkräfte der Welt zurückhält. Eine Streitkraft, die sich jetzt auf die Ukraine konzentriert und nicht auf die Grenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union.
Wir haben die Flugkörper, die unser Territorium erreichen und nicht die europäischen Städte. Wir haben den zerstörten Flughafen in Donetsk und nicht in Frankfurt. Und wir sehen die Industriegebiete in unserem Land, die angegriffen werden. Und das ist bei uns und nicht in Murmansk. Und keines der europäischen Länder weiß, wie viele militärische Begräbnisse es gibt überall im Land. Und keiner der europäischen Politiker weiß, was es bedeutet, sich regelmäßig mit den Familien der toten Streitkräfte zu treffen. Nichtsdestotrotz, wir werden unser wunderbares Land verteidigen. Wir werden unsere Grenzen verteidigen. Entweder haben wir 150.000 oder 1 Million Soldatinnen und Soldaten, die uns entgegenstehen. Die ukrainischen Streitkräfte kümmern sich nicht darum, wie viele es sind oder wie viele Waffen sie haben. Wir müssen vielmehr hören, wie viel es von uns gibt, die ihnen gemeinsam entgegenstehen. Wir müssen nicht daran erinnert werden, wie plausibel eine Intervention ist. Wir werden am 16. Februar, am 1. März, am 31. Dezember, wann auch immer, unser Land verteidigen. Und jeder versteht, worum es hier geht. Morgen ist der Tag, an dem wir uns daran gedenken, dass wir vor Jahren eine Entscheidung getroffen haben und viele ihr Leben dafür gelassen haben. 8 Jahre nach dieser Entscheidung sollte die Ukraine nicht unsere europäische Orientierung immer noch einfordern müssen. Vielleicht war es ein Fehler. Es wird gesagt, niemand wartet auf uns in Europa. So sollte es aber nicht sein. Europa sollte doch jetzt zeigen und jetzt sagen, dass unsere Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union und dem Beitritt zur Europäischen Union eine positive Einstellung gegenüber haben. Warum wird denn diese Frage vermieden? Verdient es die Ukraine nicht, hier direkte und offene Antworten zu bekommen? Und das Gleiche trifft auf die NATO zu. Uns wird gesagt, die Tür zur NATO steht offen, aber bis jetzt gibt es hier noch keine Möglichkeit. Wenn nicht alle Mitglieder uns als Mitglied sehen möchten oder keiner uns dort sehen möchte, dann seien Sie ehrlich. Offene Türen sind gut, aber was wir brauchen, sind offene Antworten und nicht Jahr um Jahr Fragen, die nicht beantwortet werden. Ist nicht das Recht auf Wahrheit auch Teil unserer Chancen? Und je besser, desto früher. Die Russische Föderation sagt, dass die Ukraine der NATO beitreten möchte, um die Krim mit Gewalt wieder ins Land einzubringen. Es ist gut, dass das erwähnt wird, aber Sie haben wohl nicht Artikel 5 der NATO-Charta aufmerksam genug gelesen, denn es geht hier um Verteidigung und nicht um den Angriff. Die besetzten Gebiete des Donbass und die Krim werden zurückkehren zur Ukraine, aber nur über friedliche Wege. Die Ukraine hat sich immer dem Normandie-Format und dem Minsk-Abkommen verschrieben. Wir möchten die territoriale Integrität und die Souveränität unseres Staates. Wir möchten eine diplomatische Lösung statt eines militärischen Konflikts haben. Und wir möchten eine Lösung basierend auf dem Völkerrecht. Also was geschieht denn jetzt in Minsk mit diesem friedlichen Prozess? Vor 2 Jahren, als die Präsidenten von Frankreich, der Russischen Föderation, die deutsche Kanzlerin und wir uns geeinigt haben, da haben wir uns auf einen umfassenden Waffenstillstand geeinigt. Und die Ukraine fühlt sich diesem Abkommen verpflichtet. Wir folgen ihm. Wir reagieren nicht auf die Provokation. Wir legen Vorschläge im Normandie-Format vor und was sehen wir im Gegenzug? Angriffe, Beschuss, unsere Soldaten sterben, unsere Zivilbevölkerung stirbt, die zivile Infrastruktur wird zerstört. In den vergangenen 2 Tagen haben wir vieles gesehen, was man symbolisch nennen kann. Einen massiven Angriff, Beschuss von der gegnerischen Seite, was laut Minsker Abkommen verboten ist. Die Beobachter der OSZE können nicht die Region besuchen. Sie werden bedroht, sie werden eingeschüchtert. Die humanitären Fragen werden nicht beantwortet. Vor 2 Jahren habe ich ein Gesetz verabschiedet, nämlich den uneingeschränkten
Zugang internationaler Organisationen, humanitärer Organisationen zu den politischen Gefangenen. Aber das ist immer noch nicht möglich. Es gab zweimal einen Gefangenenaustausch und danach ist dieser Prozess zum Erliegen gekommen, obwohl die Ukraine die Listen zur Verfügung gestellt haben. Es gibt Folterungen bis hin zum Tod im Isolatia-Gefängnis, im Isolation-Gefängnis in Donetsk. Donetsk ist ein Symbol für Menschenrechtsverletzungen geworden. Im November haben die beiden neuen Grenzübergänge in Lugansk und Koblast noch nicht mal den Betrieb aufgenommen. Das sehen wir als Hinderung unter falschen Argumenten. Und die Ukraine versucht, diese politischen Fragen wirklich auf die politische Tagesordnung zu setzen. Im Rahmen des Minsker Prozesses haben wir Gesetzesentwürfe vorgelegt. Alles wird jedoch blockiert und niemand spricht darüber. Die Ukraine fordert dringend, dass der Verhandlungsprozess wieder auf den Weg gebracht wird. Das bedeutet aber nicht, dass die Suche nach Frieden nur auf diesem Weg erfolgen sollte. Wir suchen Möglichkeiten zu finden, diesen Weg einzugehen, den Krieg zu beenden, mit allen Möglichkeiten, die wir haben. Paris, Minsk, Beijing, Barcelona, wie auch immer. Es ist egal, wo in der Welt wir ein Abkommen erreichen werden, das Frieden in der Ukraine bringen wird. Ob es 4 Länder, 7 oder 100 Länder sind, die daran beteiligt sind, es ist egal. Am wichtigsten ist, dass die Ukraine und Russland beteiligt sind. Und was wichtig ist, ist, dass wir verstehen, dass nicht nur wir den Frieden brauchen, die Welt braucht Frieden. Wir müssen den Frieden wiederherstellen, die Integrität wiederherstellen in den international anerkannten Grenzen. Und ich hoffe, dass niemand darüber nachdenkt, dass die Ukraine ein kontinuierlicher Puffer zwischen dem Westen und Russland sein sollte. Das wird nicht passieren. Niemand wird dies je zulassen. Denn ansonsten stellt sich die Frage, wer kommt als nächstes? Die NATO-Länder müssen sich gegenseitig schützen. Und ich möchte glauben, dass Artikel 5 der Nordatlantik-Vertrag effektiver sein wird als das Budapester Memorandum. Die Tatsache, dass wir von der drittgrößten Atommacht keine Sicherheitsgarantien bekommen. Wir waren mal die drittgrößte Nuklearmacht. Wir haben Teile unseres Territoriums verloren, was Gebiete sind, die größer sind als die Schweiz, die Niederlande oder Belgien. Millionen von Bürgerinnen und Bürgern haben wir verloren. Wir haben all dies verloren, aber wir haben noch etwas. Wir haben das Recht zu verlangen, dass sichergestellt wird, dass wir Sicherheitsgarantien bekommen. Seit 2014 hat die Ukraine dreimal versucht, Konsultationen auf den Weg zu bringen, dass wir mit den Ländern zusammen sprechen können, die das Budapester Abkommen als Garantoren unterzeichnet haben. Und wir machen das jetzt zum vierten Mal. Als Präsident mache ich es zum ersten Mal, aber sowohl die Ukraine als auch ich werden dies jetzt zum letzten Mal tun. Wir fordern die Außenminister auf, dieses Treffen abzuhalten, und als Ergebnis, wenn es danach keine Friedensgarantie gibt, Sicherheitsgarantie gibt, dann gehen wir davon aus, dass das Budapester Memorandum nicht funktioniert und alles, was 1994 beschlossen wurde, wird dadurch infrage gestellt. In den kommenden Wochen schlage ich vor, einen Gipfel der Mitgliedsländer des Sicherheitsrates abzuhalten mit Europa, Deutschland und der Türkei noch mit dabei, um neue effektive Sicherheitsgarantien für die Ukraine auf den Weg zu bringen. Garantien, die wir brauchen, bevor wir Mitglieder im Verteidigungsrat werden und in diesem Sicherheitsvakuum uns befinden. Was können wir jetzt noch tun? Nun, wir können die Unterstützung der Ukraine weiterführen, die Unterstützung der Verteidigungsfähigkeiten, die Unterstützung, so wie sie die Kandidatenländer auch bekommen. Und man kann eine Zeitlinie für die ukrainische Mitgliedschaft im Bündnis zur Verfügung stellen. Wir müssen stabil
Stabilität erreichen. Wir müssen einen Restaurationsfonds auf den Weg bringen, neue Waffen zur Verfügung stellen für die Streitkräfte, die ja eigentlich ganz Europa schützen. Wir brauchen ein Paket an Sanktionen, um die Aggression einzudämmen und die Energieintegration der Ukraine in die Europäische Union. Und das alles in Zeiten, in denen Energie auch als Waffe genutzt wird. Das sind Antworten, die möglich sind. Und was bekommen wir im Gegenzug? Schweigen. Und dieses Schweigen, solange es anhält, wird es im Osten der Ukraine kein Schweigen geben. Im Osten Europas und dadurch in der gesamten Welt. Und ich hoffe, dass die Welt, dass Europa dies verstehen wird. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich bei den Ländern, die Ukraine mit ihren Erklärungen, mit ihren Worten und ihren spezifischen Unterstützung unterstützen, die auf unserer Seite stehen, auf der Seite der Wahrheit, auf der Seite des Völkerrechts. Und ich möchte meine Freunde hier nicht namentlich nennen. Ich möchte nicht, dass einige Länder sich schämen, aber es sind ihre Dinge, es sind ihre Länder, ihre Entscheidungen, ihr Karma, ihr Gewissen, mit dem sie leben müssen. Ich weiß nicht, wie sie diese Entscheidung, dieses Handeln den beiden Menschen erklären, die heute getötet wurden, den drei verletzten ukrainischen Soldaten und drei Mädchen, 6, 10 und 1 Jahr alt, die jetzt nicht länger einen Vater haben. Um 6 Uhr morgen osteuropäischer Zeit, als dieser ukrainische Soldat getötet wurde von einem Beschuss, der eigentlich durch das Minsker Abkommen verboten ist. Ich weiß nicht, was ihm durch den Kopf ging in diesen letzten Sekunden seines Lebens. Ich weiß nicht, was hier auf der Tagesordnung stehen muss, um diesen Krieg im Osten zu beenden. Aber was er sicherlich wusste, war die Antwort auf die Frage, die ich ganz am Anfang gestellt habe. Er weiß ganz genau, wer hier lügt. Herzliches Beileid, Ruhe in Frieden. Er und all die, die in diesen Jahren des Krieges im Osten unseres Landes ums Leben gekommen sind. Vielen Dank. Mr. President, you gave a very impassioned speech. Sie haben eine sehr leidenschaftliche Rede gehalten und damit werden wir uns gleich befassen. Aber zunächst möchte ich Sie fragen, und ich weiß nicht, wie viele Personen in dem Raum erwartet haben, dass Sie diese Entscheidung treffen, Ihr Land zu verlassen und hierher zu kommen. Was war so wichtig für Sie, dass Sie hierher gekommen sind? Und was wissen Sie über die Absichten von Wladimir Putin, dass die USA oder andere vielleicht nicht wissen, denn man Sie denken, dass Wladimir Putin die Entscheidung getroffen hat, in Ihr Land einzuwandern? Ja, danke sehr. Danke für diese Frage. Und vielen Dank für die Einladung hierher. Das ist sehr wichtig, dass wenn die Ukraine diskutiert wird, dann ist es wichtig, dass die Informationen über unser Land auch aus unserem Land selbst kommen. Und ich bin ja der Präsident des Landes und wir werden von vielen Partnern und Freunden unterstützt. Dafür sind wir sehr dankbar und wir wollen nicht, dass unsere Partner und Freunde hinter unserem Rücken Abkommen treffen. Und ich denke nicht, dass das der Fall ist. Ich habe sehr wichtige Treffen gehabt heute mit den Staatschefs wichtiger Länder und habe noch einige Treffen vor. Und ich würde heute gerne Fragen stellen und Antworten erhalten und mehr darüber erfahren, wie resilient unser Land ist. Wir sind nicht panisch, wir sind sehr konsistent. Wir reagieren nicht auf jedwede Art von Provokation. Wir haben unsere eigene Impfung dafür entwickelt, wenn man so will. Das ist nicht so gut wie die Covid-Impfung. Aber wir kennen die Lage ja schon länger. Also unser Impfstoff ist schon sehr, sehr alt. Das heißt, wir wissen, wie wir auf die Situation reagieren müssen. Und wir wissen, ja, wie die Reaktion auszusehen hat. Und wir verstehen, wo die militärischen Verbände sich aufhalten, wer dahinter steckt und so weiter. Und wir wissen auch, was passiert,
passiert, wenn geschossen wird und was das für die Zivilisten bedeutet, die Zivilbevölkerung, und dass das Ziel ist, uns zu provozieren, zu einer Antwort hinreißen zu lassen, auf eine Eskalation auf unserer Seite zu beginnen. Wir wissen, dass das dahinter steckt, dass wir dazu gezwungen werden sollen, auf das Feuer zu reagieren. Es ist aber auch wichtig, dass wir hier alle auf dem gleichen Stand sind hier. Die Partner teilen Informationen mit uns, dafür sind wir sehr dankbar, auch für die Zusammenarbeit zwischen den Nachrichtendiensten. Aber wir kennen diesen Spannungszustand jetzt schon seit Jahren und wir denken nicht, dass es jetzt Zeit ist, panisch zu werden. Also das Risiko ist sehr hoch, das stimmt. Wir haben 150.000 Soldatinnen und Soldaten an unserer Grenze. Ja, das Risiko ist also hoch, aber wenn wir reagieren würden darauf, dann wäre das Risiko noch größer, also wenn wir uns zu einer Reaktion auf eine Provokation hinreißen lassen. Auf der anderen Seite, die Russische Föderation, und wenn wir da also über Russland sprechen, dann sind das die Menschen, also das russische Volk. Und das russische Volk ist meiner Meinung nach nicht in der Lage oder möchte nicht in den Krieg ziehen gegen die Ukraine. Aber in den aktuell besetzten Gebieten erleben wir viel Provokationen. Das sehen wir. Wir sehen das durch die Massenmedien. Es gibt unterschiedliche Provokationsmaßnahmen, provokative Informationen, die verteilt werden. Aber wir müssen ruhig bleiben, stabil bleiben und uns wie Erwachsene verhalten. Das heißt also, die ukrainischen Streitkräfte verhalten sich erwachsener als andere. Von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern auf Phoenix müssen wir uns jetzt leider verabschieden. Wer aber